Hallo, das sind ich wäre, das ist Christina von Lahm. Also heute sind ich mal nicht in Lahm, sondern in Hamburg. Draußen regnet's wie verreckt. Das sogenannte Hamburger Shitwetter. Wie im Kino seit Tante Christa immer seht. Jetzt hatten wir ja 2 Tage Glück mit dem Wetter. Es war ja wirklich wunderbar. Die Sonne hat geschienen, alles war klasse. Wir sind ein bisschen da rumgefahren, wir waren oben ins, mit der Tante Christa essen, wir waren halt gestern in Lübeck und sind halt durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren und irgendwelche Kraniche gesucht, weil das ist ein Faible von der Tante Christa, die will immer die Kraniche sehen. Hier gibt es wohl ganz viele eigentlich, die hier den ganzen Sommer über verweilen und dann nachts irgendwelche Schlafstätten aufsuchen, wo die dann zu Tausenden übernachten. Und das wollten wir uns eigentlich angucken, das Schauspielen wollte es auch filmen, haben dann eine sogenannte Eulenburg gesucht und auch gefunden. Das war so ein Palisadenbau mit aus so Holzbrettern, sehr schön gemacht. Von da aus hätten wir sehr gut die Kraniche gucken können, aber das war dann doch nichts, weil es sind natürlich keine kommen. Ja, also wir in der Zeit, wo wir da waren, waren halt keine kommen und mir hätte halt die ganze Dunkelheit abwarten müssen. Jetzt waren wir aber durch so einen Wiesenweg und durch so einen Waldpfad getrampelt. Ja, der war ziemlich schmal, es waren auch Löcher drin. Ich hatte natürlich die Lahmer Schau und keine Wanderschuhe, wie ich gebraucht hätte. Bin da mit halt da rumgedackelt. Das war nicht so eine Birne. Aber was willst du machen? Es war halt, wie es war. Und mein lang gewartet auf die Kraniche sind kein Kommen, sind mir wieder gegangen. War mir halt den ganzen Tag umsonst rum. Mehr oder weniger rumgefahren. Aber wir waren in Lübeck bei einem sehr guten Inder-Esse. Taj Mahal heißt's. Sehr zu empfehlen, von außen sah es ein bisschen klein und primitiv aus, aber das Essen war fantastisch. Also es war weder klein, es war ein bisschen einfach alles, aber es war ein ziemlich großes Lokal und das Essen war fantastisch, kann man wirklich nichts dagegen so. Und zwar auch Preis-Leistungs-Verhältnis war ganz prima. Kann ich nur weiterempfehlen, wenn er mal nach Lübeck kommt, Taj Mahal. So, Leute. Dann macht's mal gut für heute. Wir fahren heute noch nach Halden zu meiner Freundin Martina. Die will ihren Geburtstag feiern. Sie haben ja 60 waren und konnten nicht feiern wegen Corona. Das Jahr ist das jetzt möglich. Also, dann soll es mal immer rund gehen. Da bin ich mal gespannt, was da auf dem da kommt. Guido und ich, wir fahren jedenfalls hin. Ich werde von da berichten. Macht's gut. Halt euch, bleibt all gesund, bis wir remo. Das ist Christina Vollarm. Tschüss.